Autobahn international. Zum 30-minütigen Die Regierung wird Souveränität und Demokratie setzen, so der Vorsitzende der Festlandskommission. Und Taipei ist auf dem Index der sicheren Städte weltweit auf Rang 22. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Hongkong-Regierung zum Dialog mit den Bürgern aufgerufen. In Hongkong sind plötzlich mehrere Demokratieaktivisten verhaftet worden. Präsidentin Tsai sagte heute nach einem Besuch einer Universität in Taichung zu Medien, Taiwan beobachte die Entwicklung in Hongkong mit Sorge. Wir möchten unseren Appell wiederholen. Wir hoffen, dass die Aktionen der Hongkonger Bürger zur Förderung von Freiheit und Demokratie friedlich und rational sind. Doch wir möchten die Hongkonger Regierung darauf hinweisen,